Freunde, ich freue mich riesig. Es gibt einen neuen Vlog zum Thema Körpersprache. Ja, erstmal danke, dass ihr dabei geblieben seid. Respekt, weil ja, mit Körpersprache, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, kann man alles kaputt machen. Der erste Eindruck ist futsch. Und heute geht es ums Thema Körpersprache. Ich habe mir einen Experten ins Boot geholt, und zwar einen der erfolgreichsten Körpersprachenexperten, Stefan Werra. Da ist er. Hallo, grüß euch. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen beim Clemens, müssen wir jetzt noch ein bisschen was hinbringen, weil mit der Mimik wird er niemanden gewinnen, ja. Was ist jetzt gerade schief gelaufen? Naja, schief ist in der Körpersprache nie was gelaufen, aber du hast wahrscheinlich eine Wirkung erzielt, die du so nicht erzielen wolltest. Das heißt, wenn man zum Beispiel Sympathie, Selbstbewusstsein, vielleicht auch eine gewisse Euphorie erzielen will und das mit so einer Mimik macht, sowas wie, puh, das wird super, es wird nicht funktionieren, weil über die Körpersprache bekommen wir die Emotionen geliefert. Die Körpersprache ist nicht wichtiger als der Inhalt, sie ist auch nicht unwichtiger als der Inhalt, aber ohne Körpersprache weiß der Zuhörer nie, wie soll er meine Botschaft verstehen. Stefan, jetzt sind wir heute hier im Lustspielhaus in München. Du machst eine Live-Show, was genau heißt das? Also das ist ja eigentlich ungewöhnlich, so als Körpersprachenexperten Live-Show. Was passiert da? Ich habe einfach gemerkt, Körpersprache muss für die Allgemeinheit da sein. Deswegen bin ich seit Jahren, ein paar Tage pro Jahr auf Tournee und gebe in kurzen Abendveranstaltungen, so 2 Stunden, auf sehr humorvolle Art und Weise wissenschaftlich korrektes Wissen über die Körpersprache weiter, dass die Leute einfach erkennen, dass Körpersprache nichts Bedrohliches ist, wo ich höre, oh, jetzt muss ich mich verändern, ich muss schauspielen und das darf ich nicht. Nein. Körpersprache heißt, lass wieder mehr von dem zu, was in dir schlummert. Wir alle müssen ja irgendwie uns vermarkten, wir müssen wirken, jetzt ob ich als Vlogger oder du gleich auf der Bühne oder jeder eigentlich im Privaten. So, wie verbessere ich denn mit ein paar Kniffen meine Körpersprache, meine Wirkung? Das allererste, es ist ganz einfach, es ist viel weniger kompliziert, wie man meint. Du brauchst nicht glauben, du brauchst neue Techniken, weil wir haben alles in uns. Schau mal ein Kind an, ja, wenn ein Kind kommuniziert und es strahlt und es tut und wenn es eine Freude hat und wenn es traurig ist, sieht man alles. Und dann kommen wir in die Pubertät und wollen plötzlich so perfekt wirken und nur mehr ernst genommen werden. Man soll das ein bisschen mehr rauslassen. Und natürlich gibt es ein paar Kniffe und ein paar Dinge, die man wissen sollte, aber wenn ihr nur mitnehmt, dass ihr euch einfach manchmal mehr gehen lässt und nicht so darauf achtet, keinen Fehler zu machen, gewinnst du in der Körpersprache ungemein. Erst durch die Augenbrauen signalisiere ich, ich habe dich wahrgenommen, du bist mir wichtig. Deswegen begrüßt man Kinder auch so. Deswegen, wenn man freudig ist, macht man auch so. Und wenn man nicht begeistert ist, macht man da oben nichts. Deswegen kurzer Tipp, wenn du Freude zeigen willst, heb die Augenbrauen. Ich habe so meinen persönlichen Körpersprachen-Moment. Und zwar habe ich Dreharbeiten gehabt vor ein paar Jahren in Angola. Und klar, wird Portugiesisch gesprochen. Ich kann kein Wort Portugiesisch. Und da gab es so einen Moment, wo so lauter Kinder um mich herum waren. Und wir konnten natürlich nicht miteinander reden, aber das Ventil war das Lachen. Und es hat uns verbunden. Und es war ein ganz besonderer Moment. Und da habe ich mir gedacht so, ja, es braucht manchmal nicht große Worte, denn der kürzeste Weg von Mensch zu Mensch ist das Lachen. Was bedeutet in der Körpersprache oder für dich auch das Lachen? Lachen gilt überall auf der Welt als Signal, ich bin nicht gefährlich. Und du hast es in Angola erlebt. Ich mache hier Vortragsreisen weltweit, jetzt bin ich dann in UK, in Singapur, in den USA, in Namibia bin ich dann. Und da ist ganz wichtig, egal wo man ankommt, wenn man ein lächelndes Gesicht hat und mit den Augenbrauen arbeitet, hilft dir jeder Mensch. Wenn du am Flughafen aussteigst und so durch den Alltag gehst, da hilft dir überhaupt niemand, weil du signalisierst, ui, der könnte gefährlich werden. Deswegen, das Lachen hat für mich und das Lächeln hat für mich in erster Linie den Sinn, dem anderen zu signalisieren, du kannst mit mir gerne in Kommunikation treten, ich bin nicht gefährlich. Aber warum wird dann so wenig gelächelt, wenn man doch eigentlich weiß, dass es verbindet, dass es Offenheit suggeriert?
Also so wenige lächeln, das ist eine kulturelle Frage. Ja? Jetzt haben wir im deutschsprachigen Raum, da wird wirklich zu wenig gelächelt. Da ist der Drang bei uns, keinen Fehler zu machen. Wir sind ja ein sehr verunsichertes Volk, da gibt es Statistiken, wir sind das höchst versicherte Volk, Deutschland zum Beispiel. Und wenn ich Angst habe, einen Fehler zu machen, dann bin ich irgendwie in Stress und deswegen lächle ich nicht. In anderen Ländern, da wo wir so gerne auf Urlaub hinfahren, da lächeln viel mehr Menschen, ja. Wir fahren da gerne auf Urlaub hin und dann fahren wir heim und sagen, ja, wir finden das schon sehr nett, wie die dort sind. Also, ich glaube, wir haben es uns nur abgewöhnt. Kinder lachen bei uns ganz gleich viel und wir sollten nicht Angst haben, zu viel zu lächeln. Es wirkt viel souveräner. Wer nur seine Körpersprache verändert, verändert auch seinen Hormonhaushalt. Das heißt, wenn ich ja schlecht drauf bin, ja, und viele Sportler kennen das und die gehen laufen oder gehen mit den Freunden Fußball spielen, dann schaut die Welt ganz anders aus. Wir sind als Bewegungstier geschaffen. Ich gebe dir deswegen einen Tipp, wenn du nicht gut drauf bist, wenn es dir schwerfällt zu lächeln, wenn du das Gefühl hast, es ist alles traurig, steh auf und tu etwas, triff Menschen, hilf jemanden, meld dich freiwillig für irgendetwas, allein dass die Zeit anders verbringst. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergangen ist und dann schaust zurück, in der Früh war ich schlecht drauf, aber eigentlich war der Tag okay. Tut etwas und die Hormone und deine Gefühle werden sich verbessern. Das heißt, du wirst was ganz anderes ausstrahlen, auch auf die anderen, ne? Absolut. Und es ist ja so, es ist ja nicht so, manchmal sagt man, stell dir in der Früh 30 Sekunden vor den Spiegel und mach, und der Hormonhaushalt verändert sich. Ja, ein klein wenig verändert er sich, aber ich sag's euch gleich, das ist eine Übungssache. Und ihr kennst es doch, wenn ihr so Umgebungen habt, sag mal, du bist traurig. Aber du weißt genau, einmal pro Woche triffst du die Freundinnen zum Volleyball spielen. Du weißt genau, in der Stunde fühlst du dich wohl. Dann gebe ich dir einen Tipp, such dir mehr solche Stunden in deiner Woche. Ein paar Mal öfter Volleyball spielen gehen, ein paar Mal mehr Freunde treffen, ein paar Mal mit netten Menschen telefonieren, weil das Leben besteht aus einer Ansammlung von Momenten. Und es ist deine Verantwortung, die glücklichen Momente zu suchen. Und je mehr du das gemacht hast, desto mehr verändert sich auch dein Äußeres, weil du kennst ja, Menschen, die wenig lächeln, verändern ihr Gesicht und machen so. Damit kannst du zwar deutsche Kanzlerin werden, aber wirklich glücklich ausschauen tust nicht, weil Menschen, die viel lächeln, die haben da die Falten, ja. Und macht euch die nicht unbedingt mit Botox und Hyaluronsäure weg, sondern diese Falten sind genau das, die das Glück eines Menschen signalisieren. Wenn die Menschen ein bisschen mehr Selbstironie haben, weil ich hab's nämlich auch, ja, ich bin sehr klein, ich sehe es ja, die Kamera ist immer über mir, in Clemens muss ich auch immer so anschauen. Ja, das ist für mich ungewöhnlich, also dass ich mal größer bin. Wenn die Menschen ein bisschen was von der Selbstironie mitnehmen und merken, dass wenn man selbstironisch rausgeht und die Menschen einlädt, über einen selber zu lachen, dann hast du so viele Sympathien gewonnen, weil du dich nicht über die anderen stellst. Wenn das die Leute mitnehmen, bin ich schon glücklich. Lach über dich selber, weil wenn du das nicht machst, die anderen übernehmen das gerne für dich.